Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge oder zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir heute Dark. Wir schauen mal rein und gucken, ob wir, was das für ein Spiel ist und wie weit wir kommen. Und wir sind mittendrin. Wer oder was sind wir? Das ist unser, also warum sehen wir so aus? Ich meine, ey, hat die gleiche Frisur wie ich. Ja, passt schon mal. Ja, ich sehe da Ähnlichkeiten. Was ja auch okay ist. So, aber wo sind wir? Einfach in unserer, was ist das? In unserer Wohnung? Was ist? Wie? Oh Gott, ich kann mich hinlegen. Okay. Träumen wir jetzt? Oder was ist los? Sind wir jetzt in einer Anderswelt? Hallo? Kann ich irgendwas anderes machen, außer ich kann an der Wand horchen. Na, horch? Hören wir da was? Ich höre nichts. Okay, hier kann ich auch nichts machen. Kann ich denn in... Also, ich würde gern nach da hinten. So, in die Richtung. Ja, das... Nö. Kann ich an den Wänden... LOL! Okay. Okay, das... Okay, cool, denke ich. Also, hier kann ich irgendwie eine Brücke bauen. Oh, okay. Also wir träumen, wir sind jetzt im Schlaf und sind jetzt woanders und gehen jetzt hier spazieren. Und drücken irgendwelche Hebel und Knöpfe und wir können an den Wänden entlanglaufen. Also können wir das dauerhaft oder geht es nur für einen gewissen Zeitraum? Das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen. Also wir träumen, können Wänden entlanglaufen und können Gegenstände aufnehmen, wie ein Zahnrad. Okay, das Spiel scheint rätsellastig zu werden. Oh, und das wird interessant. Sagen wir mal so, wenn ich jetzt das Zahnrad auswähle, kann ich? Okay. Und ich muss noch zwei weitere Zahnräder mindestens finden. Achso, warte mal. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier runter. Okay. Jetzt kann ich den hier... Okay. Ach, guck mal. Und jetzt kann ich das Zahnrad von da nehmen. Das ist natürlich sehr gut. Was mir jetzt gerade nicht gefällt, ist, ich komme hier nicht mehr auf die andere Seite hoch. Ist das gewollt? Ich sag mal ja. Ah, jetzt muss ich das hier einsetzen, okay. What? Oh nee, ey. Und genau so ein Rätsel sind Stevies Rätsel. Warte. Nee, das war blöd. Warte mal, wir machen das so. So. Ja, ja, dann lass doch mal los. Ja, okay, so, jetzt hier runter. Ja, 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 ja. Jetzt hier hin. Ja, jetzt dahin. Dich muss ich hier hinpacken. Dich jetzt nach da oben. Richtig? Krieg ich das Rätsel? Oh. Okay, ist ein einfaches Rätsel für mich gewesen. Also, nicht, dass die Rätsel allgemein einfach sind, aber ist halt anders. Jetzt habe ich einen Schlüssel aufgenommen. Was könnte ich jetzt mit dem? Also, ich nehme das Zahnrad jetzt erstmal wieder mit, weil wir brauchen ja insgesamt 3 Stück. Eins haben wir ja schon gesetzt. Damit ich aber wieder da hochkomme, muss ich wahrscheinlich das Zahnrad erstmal hier setzen. Glaube ich. Oder? Ja, nichts oder. Ja, nee, doch. Ich muss es hier setzen. Zahnrad. Na, jetzt bräuchte ich den Stevie, wa? Also jetzt bin ich ja schon leicht überfragt.
wie wir weiter vorgehen. Es ist unfassbar. Wie kann ich denn jetzt schon so aufgeschmissen sein? Warte mal, wir positionieren nochmal das Mikro ein bisschen anders. Wir wollen ja auch bequem sitzen. So. Warte mal, ich habe zwei Zahnräder. Wenn ich das eine Zahnrad wegnehme, dann geht die Brücke weg. Das ist blöd, komme ich nicht wieder zurück. Eine Tür habe ich nicht? Hä? Wie könnte man jetzt... Also, wie? Partout? Warte mal. LOL. Ich sag ja, man muss echt umdenken. Weil ich kann doch jetzt das so nehmen. Ach Gottchen, ey. Darauf muss erstmal einer kommen. Meine Güte. Ich sag ja. Stevie wahrscheinlich schon lange gesagt, jo, Benni, ey, lauf doch einfach mal oben lang. Dann ist doch alles easy peasy, lemon squeezy. Aber nein, ich mach's wieder komplizierter, als es ist. Und das kann nicht funktionieren. Also die Räder sind zu weit voneinander entfernt, aber sie sind gleich groß. Hä? Damit kann ich auch nichts machen. Schade. Also mir fehlt noch ein Zahnrad. Was ist denn, wenn wir jetzt nochmal runtergehen? Das jetzt hier nochmal so machen. Wir jetzt hier nochmal spazieren gehen. LOL! Ich sag ja. Das ist ja so ein räumlich komplett anders denken. Also das ist ja... Ist ja crazy. So, jetzt habe ich ein Problem. Ich hätte beide Zahnräder mitnehmen müssen. Also gehen wir wieder zurück und holen jetzt die zwei Zahnräder. Snibbidi Snap. Wer bist du? Wo kommst du denn her? Was wäre er denn? Ja, die Mechanik ist cool, da muss man wirklich umdenken. Ja, Junge, das ist, jetzt müssen wir hier die grauen Zellen ein bisschen anstrengen. Das ist überhaupt nicht so ganz mein Part. Dafür ist der Stevie eher da. Aber gut. Schauen wir mal. Aber die Mechanik gefällt mir irgendwo. Also irgendwo ist es cool, aber ich weiß, ich werde da schon... Also ich bin jetzt schon an meine Grenze gestoßen, aber... Hey, let's do it. Wir ziehen das jetzt hier eiskalt durch. Zack. So. Okay. Damit haben wir die nächste Tür. Was passiert hier? Okay, ich habe ein Auge und da oben habe ich ein Symbol... Ja, keine Ahnung, das... Und hier kann ich was einlegen. Lass mich raten, hier kann ich den Schlüssel einlegen? Kann ich jetzt den Knopf drücken? LOL. Okay. Was ist, wenn ich jetzt den betätige? Das war falsch. Wie kann ich denn jetzt... Also ich muss den mittleren, der jetzt hier so in der Mitte ist, den muss ich ganz nach rechts schieben. Kann ich das machen, indem ich... LOL! Okay. Das ist ja geil. Das ist ja irgendwo... warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Wie kriege ich ihn... Warte mal, jetzt muss ich bestimmt hier hinten lang. Den runterfallen lassen. Flupp. Jetzt wieder zurück. Warte mal, wenn ich jetzt hier runter gehe. Ja, doch. Und jetzt so rum, ne? Okay. Nice. Okay, ich habe jetzt hier noch ein Rädchen und hier habe ich aber noch ein Symbol. Nehmen wir das Rädchen mit. Strom ausgestellt. Bestimmt Spaß gemacht, die Level zu entwerfen. Oh ja. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Was seid ihr denn für Viecher? Oh no. Lass mich raten, ich darf nicht in den Lichtkegel. Ey, die haben eine Waffe. Mach mal das Licht aus. Ja. Hab ich. Habe ich? Mach du bitte das Licht aus, bitte. Danke. Ganz schnell weg. Okay. Jetzt kommen wir wieder zurück und können alle Zahnräder einsetzen. Dann dürfte sich die Tür
öffnen. Oder? So, einmal hier wieder die Brücke bauen. So, Zahnrad. Klimper klimp. Nochmal Zahnrad. Klimperdamp. Und nochmal Zahnrad. Okay, und jetzt macht sich... Freunde, Freunde, wir können easy, so, muss nicht, kann ich, okay, danke. Bin ich jetzt wieder, warte mal, bin ich jetzt wieder in meiner Wohnung? Kann ich wieder zurück? Nee. Hey, wie sind wir jetzt wieder... Okay, ich könnte wieder schlafen gehen. Will ich das? Kann ich hier irgendwas? Okay. Wir müssen anscheinend wieder schlafen gehen. Jetzt mal blöd gefragt, war das das erste Kapitel? Und jedes Mal, wenn ich schlafen gehe, ist es ein weiteres? Ja, wir probieren es aus. Jetzt machen wir wieder eine Out-of-Body-Experience. Und sind wieder ganz woanders. Okay. Wer kommt da jetzt? Ist das die U-Bahn? Schnell hier durchrennen. Ich weiß nicht, wie lange es hält. Okay, wir sind an einer Train Station. Cool. Wo sich einfach der Fahrplan andauernd ändert. Auch okay. Okay, kann ich... Oh, fuck. Ist das jetzt... Warte mal. Ist das euer Ernst? Wer soll denn damit noch zurechtkommen? Ich komme... Also, okay. Wait a second. Okay, hier fehlt mir ein Hebel. Verdammt. Hier. Wir probieren mal dieses Muster. Ich habe ein bisschen Angst vor den Zügen, ne? Also wenn jetzt andauernd irgendwelche Züge hier vorbei steppen, dann ist schon nicht so schön. Was bist du? Ein kleiner Schlüssel. Na, das ist doch mal angenehm. Jetzt haben wir einen kleinen Schlüssel gefunden. Okay. Wo auch immer dieser kleine Schlüssel reinpasst. Gut, wir probieren mal jetzt das Ding hier. Geht das so? Ja. Und hier haben wir eine alte Uhr. Ein Schlüssel und eine alte Uhr. So viele Möglichkeiten, ja. Es ist nicht so einfach. Was kann ich denn jetzt mit dem Schlüssel und der alten Uhr machen? Also ich kann die ja bestimmt jetzt hier nicht einsetzen, weil macht ja gar keinen Sinn. Also warum auch? Was ist denn, wenn wir jetzt hier einfach mal an die Wand klettern? Ja, das macht auch keinen Sinn, ne? Nee, das ist Blödsinn. Kann ich jetzt aber hier... Warte mal, ich kann jetzt hier oben langlaufen. Ja, nice. Ey, dieses Umdenken, wer kommt denn auf... Also, mega, aber... Alter, das ist ja fiese Nummer. Fies. So, hier haben wir jetzt bestimmt... Nee, Streichhölzer. Okay, wir haben immer noch keinen Hebel. Was mache ich mit den ganzen Gegenständen? Ich finde es bisher ja auch mega. Also, ja, aber... Das zerstört gerade komplett meinen Kopf. Also, du musst ja wirklich um verschiedenste Ecken denken. Aber irgendwo macht es Spaß. Bin ich ehrlich, also ist schon nice. So, warte mal, wir bleiben jetzt mal bei dem. Mal gucken, was können wir denn jetzt hier machen? Hier sind wir jetzt ja auch auf dem Kopf. Lol. Jetzt habe ich hier die Brücke. Ah, damit konnte ich jetzt die Brücke öffnen. Jetzt kann ich zurück, um dann quasi wieder mich richtig hinzustellen. So, warte. Und zwar so.
Jetzt kann ich das wieder wechseln. Nein, 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 nein. So. Und die Brücke müsste ja noch bestehen, oder? Ja, geil. Und jetzt weiter. Streichhölzer. Okay, wir machen erstmal einen Brand. Als ob das auch so, so easy abbrennt einfach, ne? Ohne dass jetzt hier alles in Schutt und Asche geht. Ja, die Uhr wird mir... Also, okay. Ist aber eine sehr große Uhr. Buchstabe T. Lass mich raten, der Buchstabe T kann als Hebel verwendet werden. Damit können wir jetzt wahrscheinlich wieder zurück und den Hebel setzen. Richtig? Ja, nice. Und jetzt können wir hier wieder durch. Okay. Wo, also. Jetzt sind wir schon wieder bei uns in der Wohnung. Also, krass. Warte mal. Also, ja, kann man machen. Hat sich hier irgendwas verändert in meiner Bude? Nee. Na gut, dann legen wir uns wieder hin und gehen eine Traumwelt weiter. Also, ich bin auch der Meinung, dass das ja mehrere Traumwelten wahrscheinlich sind. Ne? Jedes Mal, wenn wir uns hinlegen, ist es dann eine Traumwelt, die wir tiefer in irgendein Unterbewusstsein gehen. Und da ist eine Hand, die sich so ein bisschen bewegt. So, so Inception-mäßig, ne? So von wegen von da, nach da, nach da, nach da und so. Also, das ist jetzt nur eine Theorie. Ich kann die Hand mitnehmen? Eine abgetrennte Hand. Neuer Gegenstand gefunden. Okay, cool. Cool, 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 was wir auch immer mit der Hand machen. Ich gehe mal von aus, wir müssen mit der Hand da versuchen, da oben ranzukommen. Kann ich die Hand jetzt... Nein. Ich wollte gerade fragen, kann ich die Hand jetzt wieder mitnehmen? Ist denn jetzt? Jetzt kann ich meine Laufrichtung ändern. Okay, 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 okay. Komm, wir gucken aber erstmal. Ja, das ist. Also, es wird noch spaßig. Okay, also hier haben wir sonst nichts weiter. Erstmal in der Sicht. Heißt, wir wechseln jetzt erstmal in die andere Sicht. Und zwar in diese. Kann ich hier rüber klettern? Nee, kann ich nicht. Hier, also. Okay, was macht das? Okay, hiermit kann ich irgendwas bewegen. Ich weiß zwar noch nicht was, aber ich kann damit irgendwas steuern. Genauso wie hier, okay. Und hier fehlt mir ein Zahnrad oder sowas. Was wir natürlich noch nicht haben. Gut. Dann gucken wir mal weiter. Aber, warte mal, die und die Richtung müsste doch dieselbe sein, oder nicht? Nee, weil wir hier natürlich andere... Ah, weil wir hier eine andere... Okay, 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 verstehe, verstehe. Weil wir hier eine andere Sicht haben, können wir jetzt quasi mit dem Auto interagieren. Okay. Verstehe. Und vielleicht gibt es ja jetzt hier hinten noch eine andere Hand. Was ist das? Eine Autobatterie. Okay, was kann ich jetzt mit der Autobatterie machen? Kann ich damit irgendwas ansteuern? Hier könnte ich eventuell eine Autobatterie hinpacken. Aber warte, wir gucken uns erstmal noch die nächste Geschichte an. Okay. Lol. Oh no. Oh no!
Das war jetzt aber mehr Glück. Ihr Wichser. Ich wollte gerade sagen, war jetzt aber mehr Glück als Verstand, aber... Wie soll ich denn sonst anderweitig da hinkommen? Also warte mal, wir können ja den hier nochmal schließen. Ich kann auch nicht dran vorbei. Also... Jetzt ernsthaft? Okay, das... Wer ist er denn? Ich kann mich verstecken, oh no! Aber, kann er mich sehen? Oder hört er mich nur? Auf jeden Fall ist er... Auf jeden Fall hat er Hunger. Er hat lange nichts gegessen. So, wenn ich jetzt hier rausgehe. Wenn ich jetzt renne? Ohne dass er... Okay, da ist die Hand. Ohne dass er mich hört. So, damit hätten wir eine zweite Hand. Damit kann ich nichts... Oh nein, ich muss auch dann irgendwann wieder zurückkommen, weil ich muss hier... Oh no! Das heißt, ich muss das Rätsel nochmal lösen. Weil die Tür sich ja dann wahrscheinlich wieder verschließt. So wie ich mein Glück kenne. Okay, okay, okay. Also machen wir jetzt erstmal den Creepy hier. Naja, mach mal. Jetzt verstecken wir uns. Trinken einen Schluck. Wichtig, trinken nicht vergessen, Freunde. Ey, wenn ich jetzt wieder rausgehe und das Tor schließt sich, nur weil ich durch diese Dinger da gehe, das wäre nicht so optimal für mich, muss ich sagen. Okay, sie schließt sich nicht. Das finde ich schon mal... Das ist okay. Das ist fair. So, jetzt können wir nämlich hier einmal die zweite Hand setzen. Ne? Hopp. Snippe snap. Wir brauchen noch... Ey, wir brauchen noch weitere Hände. Hier können wir, glaube ich, jetzt die Batterie einsetzen. Zack. Damit ich das Ding hier... befeuern kann. Lol, das ist mit einem Zeitintervall. Willst du... Okay. No! Jetzt! Jetzt geht es ja auf Zeit. Ich raffe ja nicht. Das ist ja... Okay, 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 okay. Okay, was auch immer ich gerade hier gemacht habe, es hat funktioniert. Cool. Lief ganz gut. Aber dass du dann auch erstmal hier wieder zurück musst, ne? Und dann erstmal die Sicht drehen musst, das ist, das war auch tricky. Aber auf irgendeine Art und Weise macht es echt viel Spaß gerade. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ne, ich bin ja sonst nicht so der Rätselman. Auch nicht der Rätselmain. Aber das ist... Das gefällt mir. Also, das Spiel ist schon... Ist, krass. Krass, 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 krass. So, jetzt lass mal gucken. Haben wir jetzt... Hat sich hier jetzt was verändert? Nee. Hier kann ich immer noch nichts bewegen. Okay. Wir waren, glaube ich, aber noch nicht hier in der Ecke, wenn wir quasi so stehen. Wir sind nämlich nur nach links gegangen. Wir sind nicht nach rechts gegangen. Was haben wir denn jetzt hier? Was ist das? Ah, okay, okay, okay. Also, wir packen das mal ganz nach oben. Weil da rutscht der... Nein, nein, nein. Hey, hör mal auf. So, jetzt ganz schnell wieder hier hin. Zack, hier ran. Flup, flup. Runter. Schnell hier hin. Greifen. Greifet. Ein Autoschlüssel. Ja, 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 ja. Autoschlüssel hatten wir vorhin nämlich in der Ansicht. Da konnte man nämlich hier an den Käfer ran, um aufzuschließen. Und hier haben wir eine Kurbel. Okay, warte mal. Brauchen wir da hinten doch kein Zahnrad, sondern eine Kurbel?
in der Ansicht. Und zwar hinten beim... bei dem Bösewicht hier. Ich glaube, dann kriege ich das Tor. Kann ich das denn aufkurbeln? Geht es denn auf? Also... Wobei, ich glaube, das war... War das ein Kurbelanschlag? Nee, ne? Wir probieren es aus. Worst case haben wir einfach nur Zeit vergeudet. Ah doch, guck mal hier. Schau mal an. Ist doch richtig. Ein Uhrzeiger. Hä? Was mache ich jetzt mit dem Uhrzeiger? Wir gehen jetzt hier hinten hin und gucken, ob wir hier die Zeiger anbringen können. Ja. Und jetzt? Achso, ich muss... okay. Ach du... Ach, hey. Okay, warte. Nee. Nee. Doch, warte. So. Dann... Nee, auch nicht. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Ja. Nein. Shit. So, jetzt muss ich den... Warte mal, kann ich den jetzt so und den jetzt so... Ja. Damit er... Ja, genau. Runter geht. Wunderbar. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Aber die Rätsel sind, glaube ich, auch genau mein Niveau. Obwohl das echt ist knackig. Ist knackig. Jetzt haben wir aber, glaube ich, die letzte Hand. Ja, habe ich natürlich genau in die falsche Richtung gedreht. Egal. Und jetzt können wir doch hier die letzte Hand ansetzen. Und... Aha, jetzt geht es hier runter. In eine Höhle. Und wir sind wieder in der Küche? Oder wo landen... Wir sind wieder in der Küche, beziehungsweise Badezimmer. Nicht Küche, Badezimmer. Die letzte Uhr war ja ziemlich riesig. Ja, die... Also nicht nur die Uhr, sondern auch die Armbanduhr war ja auch sehr dezent klein. Haben wir als Brücke genutzt. Super. Okay, und jetzt müssen wir uns wieder hinlegen, um in die nächste Dimension zu reisen. Okay, auf geht's. Oh, okay. Okay, das ist cool gemacht. Das war jetzt nicht so cool gemacht, aber okay, ich habe mich ja nur leicht erschrocken. Was können wir hier jetzt wieder machen? Wow. Ach, hier kann ich mich... Okay. Kann ich bestimmt hier... Okay, hier geht die Leitung hoch. Aber wenn die Leitung da hoch geht, warum geht es denn nicht weiter? Dann müsste doch die Tür zu öffnen sein, oder? Nee, kann ja nicht. Okay, verstehe. Wir müssen erstmal nochmal hier zurück und müssen den hier erstmal umstellen. Jetzt ist für mich die Frage, wo kommt jetzt der Strom an? Wenn ich das jetzt drücke? Nein. Das ist noch nicht das Richtige. Okay, wir probieren mal die Richtung aus. Was ist, wenn ich den jetzt drücke? Sich irgendwas getan? Wir klettern mal hier hoch. In welche Richtung gehst du jetzt? Lol, hier kann ich auch nochmal zurück und... Kann ich noch... Okay. Okay. Ey, das ist aber so tricky. Aber irgendwo geil gemacht. Warte mal, wir gehen erstmal in die Richtung. Weil das ist der längere Weg, glaube ich, oder? Okay, jetzt haben wir hier einen Schalter.
Warum kann ich den nach da bringen? Aha. Hä? Nein. Warte. So, jetzt so lang. Jetzt habe ich Licht nämlich hier hinten und kann jetzt quasi... Ich muss die Glühbirne mitnehmen? Bitte, what? Für was denn jetzt die... Okay, wir haben jetzt die Glühbirne. Für was auch immer. Das brauche ich eigentlich gar nicht mehr weiter, weil jetzt kann ich den nämlich ummodeln in... Ich sehe das nur nicht. Ist das jetzt richtig? Ja, okay, ist richtig. Wir gehen mal kurz da lang, weil jetzt haben wir ja irgendwas umgemodelt und wir müssten doch jetzt hier hinten... Kommt hier hinten jetzt schon was an? Ja! Okay, cool, cool, cool. Cool. Was ist das denn? Spiegel? Ich sehe nichts. Glühbirne? Oh, fuck you! Jo. Okay. Wir setzen die Glühbirne nicht ein. Wie wär's? Können wir das blind? Nope. Ja. Ja und ja. Kann ich wegrennen, wenn er die einsetzt? Renn weg! Nee. Okay, wir sterben ins... Das ist jetzt aber... Hä? Ja. Wie? Also ich muss Licht da reinkriegen, damit die... Oh, pass auf. Jetzt hab ich's. Wir müssen erstmal hier wieder... Nee, warte mal, das können wir doch direkt... Können wir das nicht direkt hier machen? Warte mal, wir müssen dem erstmal... Aber wenn ich dem Strom entziehe, dann ist doch die Tür auch wieder zu. Oder? Also wenn ich jetzt hier hingehe und ihm sage... Schnipp. Und gehe jetzt wieder nach da. Und jetzt wieder hier hoch. Dann ist doch die Tür... Genau, was habe ich mir gedacht? Die ist nämlich jetzt wieder zu. Ha. Warte mal, kann ich hier noch... Ich bin doch dumm. Lol, was bist du denn hier? Eine Schlange. Aha. Aber könnte ich jetzt quasi hierhin? Kann ich hier die Schlange hinpacken? Nope. Könnte ich hier die Schlange reinpacken? Das wäre jetzt nice. Nein. Ich könnte jetzt hier Strom anmachen. Was wir nicht wollen. Weil hier Glühbirne kann ich nicht einsetzen und Schlange auch nicht. Ich meine, wir können jetzt nochmal hier die Glühbirne einsetzen. Vielleicht kann ich ja die Leute mit der Schlange fernhalten. Geht das? Natürlich nicht. Ja, jetzt fällt mir mein Stevie, ne? Jetzt könnte Stevie sagen so, ja, komm, Benny, easy, da lauf mal so, XY, setz da mal was ein, setz dort mal was ein und, also ist cool. Aber nein, ich muss ja das Spiel hier alleine spielen. Kannst du in den Zuschauerraum? Nee, oder? Warte mal, habe ich auch gar nicht ausprobiert. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Nee. Schade. Ich kann nur zwischen den Ebenen leider hin und her rutschen. Ich sag mal nichts dazu. Ja. So viel zu, ich kann nur in den Ebenen hin und her rutschen. Ja. Ja, und jetzt lass mich raten. Ich kann... Ist jetzt euer fucking Ernst? Dass ich das aber auch nicht gerafft habe. So, pass auf. Jetzt kann ich nämlich hier hinten hingehen. Jetzt ist die Tür offen. Alter. Ich habe einen Schalter gedrückt. Warum? War das richtig? Ja, super. Jetzt ist alles verkackt. Kann ich raus?
Ja, aber bringt mir auch nichts. Wenn ich jetzt hier raus kann. Wenn ich jetzt hier drauf drücke. Ey, wollt ihr mich jetzt... Ey, das Spiel will mich doch jetzt veräppeln, oder? Okay, 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 okay. Wait a second, Freunde. Wir müssen den da wieder haben. Cool. Cool, 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 cool. Jetzt den hier. Dann den nochmal wechseln. Dann den nochmal wechseln. Dann den nochmal wechseln. Und dann nicht den nochmal wechseln. Hä? Okay, wie baue ich das jetzt am dümmsten auf? So, warte. Jetzt nochmal den hier wechseln. Jetzt nochmal den hier wechseln. Ja. Nein, jetzt wechsle ich den hinteren wieder. Oh no, das war doch jetzt falsch, oder? Das wäre jetzt der richtige. Das ist der richtige. Das ist der falsche. Shit. Warte. Wait a second. Das ist der richtige. Das ist der Fall. Jetzt haben wir... Nein. Nein. Wenn ich jetzt darauf drücke, dann ist doch alles wieder hinüber. Ich wusste es. Nein. Ihr kleinen Arschkrampen. So, was habe ich jetzt damit gewonnen? Habe ich jetzt da hinten irgendwas freigeschaltet? Wechsel doch nur zwischen den hinteren beiden. Naja, ich muss aber am Ende, glaube ich, dahin, oder? Genau, da geht nämlich die Tür auf und das heißt, ich muss... Oh Gott, wie mache ich denn das dann? Ach Mann! Das ist tricky. So. Das ist jetzt richtig. Ich bin ehrlich, kompletter Zufall. Ich habe null Taktik drin gehabt, ich habe keine Strategie, ich habe für mich auch aktuell gerade keine Logik dahinter gesehen. Ich nimm's. Ich nimm's einfach als gegeben hin. Neuer Gegenstand gefunden, eine Maske. Kann ich jetzt mit der Maske quasi, kann ich die aufsetzen und mich jetzt da oben als einer von denen ausgeben? Das wäre jetzt natürlich interessant. Oh, warte. Ich habe eine Idee. Wegen dem Spiegel. Weil wir haben doch jetzt hier den Spiegel. Kann ich jetzt die Maske in den Spiegel setzen, damit ich die... Ja. Jetzt können wir nämlich die Glühbirne einsetzen, ohne dass die irgendwie geil auf uns sind. Weil wir sind ja einer von denen. Wir können hier jetzt das Rädchen ganz in Ruhe drehen. Dann sagen wir, auf Wiedersehen, Freunde. Gehen die wieder raus. Ja. Sehr gut. Aber es war, ey, wirklich, das Spiel, mega Spaß, aber es nimmt einen komplett auseinander. Also kopftechnisch. Aber irgendwo auch geil. Okay, das war jetzt echt ein trickiges Rätsel. Tricky. Wechselt immer den Raum, aus dem man vorher kam, glaube ich. Ja. Aber das haben wir zum Glück mit Trick 17. Also eigentlich nicht, aber halbwegs gelöst. So, hat sich jetzt hier irgendwas verändert? No. Okay. Gut, dann als nächstes gehen wir in eine weitere Traumwelt. Trinken einen Schluck Cola. Und auf geht's in die nächsten Rätsel rein. Oha. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Hier kommen wir nicht weiter, okay. Das heißt, wir müssen erstmal hier lang. Cool. Okay. Ich muss gleich los. Sag schon mal tschüss. Hab noch viel Spaß. Tschüss, ey Junge. Huch. Der auf einmal springt, ja. Danke fürs Einschalten. Und wir gucken mal, ob wir das heute auch noch alles gelöst bekommen. Isolierband. Immer nützlich. Was
Sind wir jetzt in einem Zug? Okay. Hallo? Ist da wer? Okay. Ja. Also, ja. Okay. Damit haben wir zumindest schon mal die Lücke geschlossen. Da ist jemand einfach auf den Waggon raufgeklettert. U-Bahn surfen. Warum kann ich hier hoch? Ah, damit ich da hinkomme. Und das macht jetzt was? Architektplatte. Wofür wir die auch immer brauchen. Wir können uns ja mal hier so durchhavern. Mal gucken, haben wir hier noch was anderes? Nö. Haben wir auf der Seite noch was? Ja. Ein Schrankschlüssel. Okay. Kann ich hier noch weiter zurück? Nee, jetzt kann ich wieder nach vorne, ne? Okay. Ah, pass auf. Schrankschlüssel. Was ist das denn? Ein Kronkorkenzieher. Kronkorkenzieher wollte ich gerade sagen, genau. Kann ich mit dem Korkenzieher eigentlich hier hinten? Hier hinten ist, war doch eine Bar. Warte mal. Nee. Hm? Gibt's hier nicht eine Weinflasche oder so zum Öffnen? So lecker, lecker. Lecker Wein. Aber nein. Gut. Nein. 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 Okay, was auch immer da reinkommt, wir haben es noch nicht. Oh Gott, jetzt geht's los. Okay, warte, warte, warte. Hier kommt die Platte ran. Ja, nice. So, was können wir jetzt mit diesem Knopf machen? Noch nichts. Okay. Und wir müssen irgendwie die Schaltung hier neu setzen, glaube ich. Ja, ja, kein Strom. Ist halt jetzt nur die Frage, wie? Isolierband? Ah, hier muss ich mit dem Isolierband arbeiten. Okay, okay, verstehe. Jetzt. Warte. Ja, wir machen eine Schleife, okay. Nee. Ja, das ist irgendwie falsch. Warte mal, wir fangen so an. So? Ja. Nee. Also ich bin ehrlich, von den Rätseln sind, glaube ich, 50% ist Luck. Pures Glück. Oder auch vielleicht nicht. Spielzeugklavier. Was kann ich jetzt mit dem Spielzeugklavier machen? Kann ich das verbrennen? Was ist denn hier? Hä? Also bitte tut es nicht. Also falls ihr zuschaut, ne, und falls es jetzt Stromkabel sind, bitte fasst niemals an offene Kabel einfach so an, weil ihr seid der Leiter. Und das kann tödlich enden. Das will keiner. Vor allen Dingen sind überall so eine Dinger. Gibt's vielleicht noch so ein Isolierband nochmal so? Ich kann doch jetzt nicht andauernd hier die Leitung festhalten. Das ist ja jetzt nicht dein Ernst. Ich kann aber auch nichts anderes machen. Oh, doch, warte. Okay, wo sind wir hier? Also ich habe die Leute, die da unten so langlaufen, die habe ich mir jetzt noch nicht so genauer angeschaut. Ich habe auch die Befürchtung, dass die nicht freundlich sind. Deswegen versuche ich denen meistens aus dem Weg zu gehen. Problem ist... Kohle! Fuck you! So viel zu, ich versuche denen meistens aus dem Weg zu gehen. Ne, war jetzt Classical,
Okay, wir warten kurz. Wir machen kurz ein Päuschen. Warten, bis der Dude wieder nach da hinten läuft. Ah, Gott. Okay, er läuft. Slow and steady, er läuft. Aber er läuft wenigstens. So, dann klettern wir jetzt hier hoch, damit er sich jetzt wieder umdrehen kann und in die andere Richtung läuft. Weil wir gehen jetzt zu dem Kohle-Ding, schmeißen da die Kohle rein, um zu gucken, was dann passiert. Blup. Und auf Wiedersehen. So, dann hüpfen wir hier rüber. Zack. Kommen wir hier hin. Zack. Nee, falsche Richtung. Shit. Ja, ja, warte, wir müssen wieder hier zurück. Genau. Hier haben wir alles soweit gemacht. Hier ist unser Kohle-Ding. So, hier schmeißen wir die Kohle rein. Und was jetzt? Und genau das meine ich. Bitte macht da. Das nicht. Nein! Don't try this at home, please. Okay, jetzt muss ich hier in die andere Richtung. Nein, nein, nein. Lauf doch hier lang. Da. Oh Gott! Nein! Nein! Ich hab verkackt. Hä? Weil da komme ich doch gar nicht hin. Hä? Aber... Hä? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Wie soll ich denn da hinten hinkommen? Das zerstört komplett meinen Schädel, wa? Das ist ja un... Wie soll ich denn jetzt da hinten hinkommen? Ach, ich bin doch dumm. Boah, ich bin so dumm. Oh, okay, 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 okay. Das wird jetzt aber tricky. Okay, komm, wir probieren's. So, muss jetzt hier nochmal hin, muss nochmal eins zurück. Damit ich zu dem hier komme, damit ich hier nochmal eins zurückkomme, damit ich hier jetzt runterlaufen kann, um den hier jetzt zu halten. Alter, das ist aber wirklich... Und jetzt macht's bumm, oder? Ist das denn... Ich muss da noch was... Irgendwas muss da noch angebracht werden, damit's Kaboom macht. Aber ey, das ist aber tricky, sage ich euch. Hier haben wir die Bar. So, und hier kann ich doch bestimmt... Aha, das Klavier aufstellen. Was hat mir das jetzt gebracht? Okay. Das hat's mir gebracht, dass ich hier reinkomme... In ein... Hä? Waren wir nicht gerade noch in einem Zug? Jetzt sind wir in einer Höhle. Höhle? Hallo? Omi? Hallo? Ich will eigentlich nur das Dynamit. Ist okay für mich? Also für dich und für mich? Ja, ja, cool, 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 cool. Ja, okay, cool. Ja, ja, ja. Okay. Easy. Easy. Ganz ruhig. Jetzt keine hektischen Bewegungen, Freunde. Schon fast zu schnell. Easy. Easy. Wir machen jetzt ganz langsam. Ja, nein, nein, nein. Run ist, glaube ich, jetzt genau die falsche Option. Bianca, glaube ich, gar nicht gut. Gar nicht gut.
Hey. Omi, ist alles cool. Alles cool. Alles cool. Ja? Wir sind Freunde? Maybe? Ganz slow and steady. Slow and steady. Okay, jetzt renne ich weg. Gott, das war jetzt... Das Schlimme ist, ich meine, ich freue mich übers Dynamit. Aber wir wissen, was jetzt passiert. Wir müssen jetzt die Schaltung wieder hinkriegen. Und ich weiß nicht, ob ich das so gut hinkriege, wie ich das vorhin hinbekommen habe. Aber wir probieren es. Wird schon klappen. So, bevor wir das aber machen, müssen wir ja wahrscheinlich das Dynamit erstmal positionieren. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin und hier hin. Wir gehen dann da lang. Ich mich ganz täusche, genau. Jetzt da lang, hier lang. Eieiei. Positionieren hier das Dynamit. Sehr gut. Gehen wir zurück und drücken jetzt erstmal hier den ersten Knopf. Eieiei. So, machen unseren menschlichen Leiter. Würden eigentlich instant sterben, aber okay. Fassen jetzt hier wieder die Käbelchens an. Wie gesagt, bitte macht das nicht zu Hause nach. Das ist nicht gut. Das ist nicht richtig. Okay, haben wir. So, jetzt einmal hier hin. Snippity Snap. So, dann einmal hier nochmal. Zack. Und da lang. Hier lang. Da lang, nach unten, hier anfassen und auf geht's. Sieht gut aus. Sieht erstmal auf dem ersten Blick gar nicht. Wollen wir vielleicht loslassen und weggehen bei Dynamit? Nö. Er sagt nein. Jetzt haben wir die Tür hier aufgesprengt, aber ich kann hier... Jetzt ernsthaft, jetzt muss ich wieder komplett zurück, weil ich jetzt da nicht durchlaufen kann? Ah, okay. So, kann ich jetzt durchlaufen? Jetzt kann ich durchlaufen, okay. Verstehe. Bitte was? Oh no. Nein. Das soll ich mir merken? Die kommt doch mal näher. Ich hab mich verlaufen. Nee, lauf doch. Ich kann mir das nicht merken. Bin ich hier richtig? Ist ja jetzt nicht euer fucking Ernst. Ja, und jetzt bin ich tot. Komm. Okay. Machen wir uns jetzt erstmal ein Ist-Bild. So, vielleicht ist es gar nicht so clever, den kurzen Weg zu gehen. Vielleicht ist es ja cleverer, den langen Weg zu gehen. Wobei, es ist eigentlich nicht clever. Weil ich könnte jetzt nach unten gehen, dann nach links, ne, den ganzen langen Weg gehen. Dann wieder nach unten und dann gucken, dass ich da lande. Also, warte. Ach nee, kann ich nicht. Dass ich, ja, da anders lande? Warum leckt denn eigentlich meine Kamera gerade so rum? Wir lassen es mal. Dann nach unten, nach oben, nach unten, nach unten, dann so rum, dann da rein. Niemals, das ist ein Rätsel, das kriege ich niemals hin. Okay. Also, nach unten. Ich bin schon falsch. Ich merke schon. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin.
Also wenn ich das jetzt schaffe, ist es pures Glück. Ich sag ja, pures Glück. Alter, warum? Warum macht man sowas? Wo bin ich denn jetzt? Ah, Feuerzeug. Das ist gut. Feuerzeug brauchen wir für die Kohle. Wir müssen ja noch die Kohle anmachen. Snip. So, dann gehen wir wieder zurück zu Kohlmanfred. Ich nenne ihn mal so. Und wir schmeißen mal die Kohle an. Die Kohle an. Die Kohle an. Huch. So, jetzt. Und da kommt ein Fahrstuhl. Im Zug. Ein Fahrstuhl. Ist ein riesengroßer Zug, der hat einen eigenen Fahrstuhl in einen Bunker, während wir fahren. Oh, okay. Cool. Damit sind wir jetzt, glaube ich, wieder zu Hause. Und können jetzt wieder in die nächste Dimension und schlafen legen. Ich muss sagen, die Rätsel sind, also werden natürlich von Stufe zu Stufe zu Stufe immer knackiger. Aber komm, einen gönnen wir uns noch. Eine Stufe gönnen wir uns noch. Oder auch nicht. What? Wo kamen die denn jetzt auf einmal her? Die Beine. Okay. Kann ich jetzt einfach hier wieder raus? Macht doch gar keinen Sinn. Also, ich bin doch gerade erst... Also, warum soll ich... Hä? Okay. Was ist, wenn ich diesen Knopf drücke? Ah, da fehlen uns Beine. Die müssen wir jetzt erstmal anscheinend suchen gehen. Hallo? Ach du Scheiße. Okay, hier haben wir schon mal ein Brett. Nimm mal mit. Was ist das denn? Okay, mit dem Brett können wir nichts machen. Magnet. Okay, okay. Gehen wir erstmal weiter. Was sind denn immer das für so eine Schattenfiguren? Okay, hier ist keine Omi. Okay. Ach, jetzt geht's wieder los. Jetzt. Und es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ein Kompass. Okay. Was auch immer wir mit dem Kompass machen könnten. Aber da oben ist ja auch noch was. Was ist das? Nein, was ist das für ein... Nein, hörst du jetzt auf. Was ist das für ein Hebel? Ah, schau mal an. Schau mal an. Schau mal. Da können wir doch jetzt bestimmt so hier rein. Genau. Und wir... sind schon wieder in einem Zug. Trompete? Oder Posaune? Was ist... Okay, mit dem Kompass können wir nichts machen. Was ist das hier? Das ist einfach nur ein Stick. Mit dem wir bis dato noch nichts machen können, weil wir hier noch nichts einsetzen können. Okay. Dann... Was passiert, wenn ich jetzt einfach hier lang renne? Ach, das interessiert ihn gar nicht. Das ist gut zu wissen. Was könnten wir jetzt mit dem Kompass machen? Weil es verändert sich ja nur der mittlere Raum, ne? Also es verändert sich ja nicht dieser Raum. Aber da oben ist noch ein Eingang. Warte mal. Aha. Ey, wer soll denn... Wer soll denn da noch einen Überblick behalten? Kann ich hier noch weiter nach hinten? Nee. Hallo. Wer auch immer Sie sind, ich... Okay. Okay. Alles gut. Alles gut. Seltene Sammler.
Alles cool. Alles cool. Da ist... Ich bin nicht da. Alles, alles easy. Alles, alles easy. Okay, tschüss. So, wo geht's denn hier noch weiter? Guck mal, hier können wir noch was mitnehmen. Magnet! Oha. Das sieht auch nach einem sehr bösen Rätsel aus. Mit diesen ganzen Schienen an der Wand. Eieieiei. Gut, da gehen wir aber jetzt noch nicht hin, weil wir haben ja jetzt erstmal gefunden den Schlüssel. So, warte. Und mit diesem wunderbaren Schlüssel können wir doch hier hinten, genau, hier können wir doch jetzt den nicht einsetzen. Das ist toll. Kann ich hier was mit den Magneten machen? Geil. Das ist irgendwie, also das finde ich schon wieder irgendwo nice. So, weil jetzt kann ich die hier so mitnehmen. Ja, ja. Achso. Nee, warte. Du so lang. Du so lang. Flupp. Du gehst jetzt hier hin. Wie, ich muss die... No! Okay, ich muss erstmal wieder zurück. Okay, warte. Nein, nein, nein. So, jetzt da. Weiter ist auch. So. Ja. Jetzt den oben. Den wollen wir nach rechts haben. Jetzt den unten nach rechts. Den können wir jetzt auch nochmal nach rechts packen. Den oben nach da. Den oben... Nee, wir gehen jetzt mit... Nee, doch. Wir gehen jetzt mit dem oben nach da. Gehen mit den unten nach hier. Nimm jetzt den oben. Gehen schon mal hier hin. Okay, so geht's auch. Alter. Wie gesagt, ich bin ehrlich. Mehr Luck als Verstand. War das jetzt so clever? Und mal blöd gefragt, was habe ich jetzt damit gewonnen? Bis auf, dass ich in diesen Raum kann, den Hebel betätigen kann, das so auf und zu machen kann und das war's. Mehr Interaktion habe ich ja hier nicht. Oh, warte. Okay. Cool. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, was ich mit der Schraube machen soll. Aber wir nehmen, wir nehmen sie erstmal mit. Okay. Warte mal, hier kann ich was eindütteln. Kann ich das hier? Nee, Kompass nicht. Das auch nicht. Die Schraube vielleicht? Ja, das ist ja auch eine mega Schraube. Ey, was ist... Also, die Größenverhältnisse sind schon ein bisschen böse. Okay, warte, das funktioniert nicht. Jetzt geht's los. Okay, warte, jetzt muss ich umdenken. Jetzt ist... Das ist ja mal eine fiese Nummer. So. Aufgepasst. Jetzt glaube ich... So, genau. So, jetzt hier nach oben. So, pass auf. Zack. Jetzt mit dir hier hin. Damit ich dich hier habe. Und jetzt... Nein. Und jetzt... Du. Du. Warte, ich muss... Nein. Ja. Dich jetzt dann hierhin. Du dann hierhin. Dann die Schraube hier rüber. Okay, weil jetzt kann ich nämlich... Ich könnte kotzen. Pass auf. Okay, dann muss ich das jetzt so machen. Ey, das ist doch... Wirklich? Dafür musst du ja ein Studium abgelegt haben, damit du diese Rätsel hier teilweise lösen kannst. Ja, aber ist ja mal. Aber irgendwo geil. Also irgendwo gefällt es mir. Und warum kann ich das jetzt da nicht einsetzen? Okay, ich habe jetzt noch zwei Sachen, wo ich was einsetzen kann. Ich habe einen Kompass noch dabei und ich habe dieses blöde Schwert dabei. So, hier wird es nicht sein. Hier waren wir ja schon.
Kann ich hier noch was machen? Ich sehe es doch schon wieder kommen, dass hier irgendwas noch auf mich zukommt, oder? Aber hier habe ich doch schon alles. Also, den Raum habe ich doch auch schon. Okay. Den Raum habe ich noch nicht durch. Okay. So, jetzt drehst du dich um und posaunst dich zurück, ne? Okay. So, jetzt ist aber die Frage, was setze ich da ein? Setze ich jetzt da dieses Schwert ein? Oder setze ich da jetzt meinen Kompass ein? Kröte ich mal darüber, Freundchen. Oh, das finde ich okay für mich. Ist völlig cool. So, was kann ich jetzt hier? Kann ich jetzt... Genau, genau. Und weiter? Aber das ist doch nicht richtig. Also kann mir ja keiner erzählen, war das jetzt nicht richtig, oder? Warte mal. Oh, Chat, helft mir mal. Habt ihr euch die Symbole gemerkt? Wie sah das jetzt aus? So, warte mal. Wir gucken erstmal hier uns den ersten an. Ja, kacke. Da ist das Runde oben. Und links und rechts ist so. Okay, da merken wir uns. Runde oben. Das heißt wahrscheinlich beide Runde nach oben. Und dann die anderen. Okay. Ich sage jetzt nicht, wonach das eigentlich aussieht. Ich lasse es mal. Wir wissen Bescheid, genau. Kann ich mir denken. Ach, es ist schön, wenn man manchmal so einfach nur 12 Jahre alt ist. Dann setzen wir jetzt nochmal den Schlüssel hier ein. Und... Nee. Du kommst nach da. Nee. Alter, ist aber hier beruhig dich. So, du kommst nach da. Du bleibst da. Du kommst auch nach da. Und du kommst nach da. So. Schlüssel Nummer 1 gebaut. Ja, nice. Und ich kann ihn wieder... Okay. Ich sollte ihn vielleicht nicht wieder mitnehmen. Ich sollte erstmal setzen und erstmal gucken gehen. Vielleicht finden wir ja nochmal so einen Schlüssel. Kann ja auch sein. Toll. Wo bin ich hier? Okay, kein Strom. Kompass? Was? Okay, jetzt haben wir... Strom? Ach du... Ach, nee, komm, bitte nicht. Okay. Wie krieg ich jetzt da das Rädchen, das... Ach nee, warte mal, hier habe ich ja noch ein Rädchen. Okay, also das ist, da müssen wir hin. Das heißt, ich muss jetzt das Rädchen nehmen. Ich muss erstmal die Grundstellung hinbekommen. Warte mal, ich muss ja ganz kurz gucken. Das ist nicht. Okay, die Leitung geht dann hier vorne hin, weil das macht ja sonst keinen Sinn. Genau, also wir müssen gucken, dass wir das nach da kriegen. Okay. Das heißt, wir brauchen das so. Okay. So. Achso, nee, warte mal. Wenn wir das aber so haben, dann geht die Leitung unten weiter. Okay, und dann müssen wir unten weiter ansetzen. Okay. Nein. So, weil dann müssen wir nämlich hier die Verkabelung so hin. Die mich jetzt überraschen. Okay, wir müssen die so hinbauen, dann geht die weiterhin unten lang, weil ich den Raum auch noch anpassen muss. Meine Güte, ey, wie viel ich anpassen muss. Okay. Das wäre jetzt schon mal richtig. So, das wäre so. Das ist aber falsch.
Aber eigentlich müsste ich das so bauen. Das heißt, das hier ist das Richtige. Weil erst jetzt sind die connected, genau. Und jetzt kann ich nämlich den... Haha! Richtig? Richtig! Was seid ihr für... Viecher? Oh ja, wir haben ja unser erstes abgetrenntes Bein, was wir ja brauchen für den Fahrstuhl. Für den ganz am Anfang, den Fahrstuhl. Für die Leute, die es verpasst haben. So, damit haben wir jetzt aber das Rätsel gelöst. Was ich gut finde. Jetzt können wir nämlich wieder zurück und können jetzt uns den Schlüssel hier nämlich wieder mitnehmen. Und jetzt gehen wir nämlich mal gucken, was wir auf der anderen Seite hatten. Und hier sind einfach die runden Dinger. Einfach nur links und rechts. Okay. Das kriegen wir aber auch hin. Also links und rechts die Rundung. Cool. Wir gehen hier wieder rein. Jetzt kommt wieder unser Joystick. So. Ey, also ich bin ehrlich, danach brauche ich erstmal eine kurze Pause, kopftechnisch, weil, ey, das ist gar nicht mal so untricky. Ja, das ist jetzt schön, dass da eine Tür aufgegangen ist, aber wie komme ich jetzt da rein? Ich kann den Raum ja nicht drehen. Und an der Waschmaschine kann ich anscheinend nicht lang gehen. So, hier kann ich auch... Lol. Ey, dass du so umdenken musst im Schädel, das ist... Alter, wer kommt denn da drauf? Hallo, Beinchen. Ey, das ist wirklich... Das zerreißt meinen Kopf. Also, dieses mehrfach räumliche Umdenken mit Jo und hier. Und ich bin der Meinung, räumlich denken, glaube ich, dass ich das kann. Was passiert? Aber das ist mal ein ganz anderes Niveau hier. Aber irgendwo macht es Spaß. Ich wiederhole mich da gern. Also irgendwo hat es was. Aber ist halt auch nicht ganz so einfach. So, und jetzt kommen wir wieder mit dem Fahrstuhl fahren. Juhu! Auch creepy, einfach so irgendwelche Beine, die wie eine Art Dynamo den Fahrstuhl nach oben transportieren. Hopp. Ich meine, ist Energiespar. Ist zwar energiesparend, aber okay. Alter. Okay. Renn da durch. Renn. Dreh dich nicht um. Einfach. Easy. Auf Wiedersehen, Omi. Ich mach alles kaputt. Ich hab mich selbst kaputt gemacht? Ist jetzt dein Ernst? Okay. Kann ich jetzt... Nein. Kann ich nicht. Okay, aber die ist weg, ne? Zu weg. Ey, ich mach doch jetzt nicht so... Okay. Also, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen durchatmen. Aber das macht doch jetzt gar keinen Sinn. Also, wenn ich das jetzt kaputt mache, ja, dann stürzt alles über mich ein. Was ist, wenn ich hier raufdrücke und ganz schnell nach hinten renne? Okay, ich war zu langsam. So scheiße. Okay, ist aber eine Taktik. Ich weiß zwar noch nicht, wohin mich diese Taktik führt. Ich meine, hier vorne haben wir einen Safe Point, ne? Weil über uns ist nichts.
Probieren wir aus. Ich hätte jetzt nur gedacht, es wäre vielleicht einfacher, gegentreten und rüberrennen. Ganz schnell nach vorne laufen ist. Gegenfreund. Hörst du auf? Hört doch nicht. Nein, lass mich. Nein. Nein. Mann. Was ist denn euer Problem? Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich... Und jetzt kommt wieder die Oma, ey. Das Spiel war so entspannt. In Anführungsstrichen, bis auf die... Rätsel. Lass mich raten, ich muss jetzt hier echt... Jo. Das war nicht schlecht. Also mal. Hört doch mal! Jetzt auf einmal kann die laufen. Ich wollte gerade kurz durchatmen und mit dem Chat kurz quatschen. Hör doch! Andere Richtung? Wie andere Richtung? Was? Warte, wir lassen den hier triggern. Flup! Wo? So. Wir haben kurz Zeit. Auf den Turm. Bianca, was meinst du mit andere Richtung? Egal? Nee. Finde ich nicht. Aber die Omi stresst mich. Ich weiß nur nicht, was machen wir, wenn wir unten sind? Du machst das schon, lol. Ist schon vorbei. Okay. Okay, komm, wir geben unser Bestes. Jetzt rastet die wieder aus, die Oma. Hör auf! Warte. Hier war doch irgendwas, was mir auf den Kopf gefallen ist. Muss ich jetzt dann wieder zurück? Ich hätte jetzt eher gedacht, ich muss rüberspringen. Jetzt hätte ich fast den Tobi vergessen. Ja, hast du dir so gedacht und warst aber auch ganz knapp an mir dran. Ami stresst die auch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Oh, jedes Mal erschrecke ich mich auch dabei. Also... So, flug. Kann ich jetzt hier einfach... Ey, komm doch mal auf die Idee, dass du wieder zurückläufst, damit du die Wand runterrennst. Okay. Warum auf dem Kopf jetzt? Hör doch auf, mich immer abzuschießen. Und dieser Creepy da hinter mir, ey. Mach doch nichts. Okay, also Bisiato nur gerade auslaufen. Ja, ihr trefft mich. Ihr seid blind wie die Nappels. Okay, wir machen jetzt... Was? Machen wir jetzt Matrix hier? Nope. Okay, Brücke fällt Stück für Stück im Slow Motion auseinander. Ja. Wir haben es aber gleich geschafft. Da ist eine Monstertür. Ja, safe. Haben wir es geschafft? Sind wir jetzt durch? Was kommt jetzt? Ja, bitte, jetzt lass nicht die Oma nochmal kommen. Im Rollstuhl. Die war jetzt... Bitte nicht. Was? Was war das für ein Geräusch? Und das Kinderschreien. Lol, das war das ganze Game? Okay. Also, ich muss sagen, das Spiel hat mir echt gut gefallen. Und ich habe den Himmel erreicht. Genau, geh nicht ins weiße Licht. Aber, war mal was anderes.
Krass. Also, gerade dieses räumliche Denken mit den Rätseln, heftig, muss ich wirklich sagen. Und ohne die Unterstützung vom Chat, glaube ich, wäre ich auch bei manchen Sachen nicht weitergekommen. Aber, krass. Ja. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei der heutigen Folge. Und lasst gerne ein Like da, ein Abo da. Und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, gerne auch ein Abo da lassen. Habe ich zwar schon gesagt, aber ist egal. Und wir sehen uns einfach wieder bei einem nächsten Projekt. Bis dahin sage ich erstmal, eingehauen.